Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Nachdem gestern ja Bethesda entschlossen hat, Serverwartung durchzunehmen, währenddessen ich hier alles fertig gemacht habe, weißt du, ich habe mein Haus gebaut, ich bin hier runtergegangen, oh, Serverwartung, cool, ne? Was? Eintrag 3. Silvester hat das Team vor einiger Zeit Ja, das verlassen. kennen wir Nur schon. Minuten nachdem er fort. Ach, cool, hat sich erledigt. Und hier ist. Wie soll man diesen Knopf erkennen? Das sieht so aus, als würde es mit zur Textur gehören. Das ist 2D. Seht ihr das? 2D. Es hätte auch dieser Knopf hier sein können, auch wenn es eine Lampe ist. Naja, wir drücken einfach mal drauf und dann war es das schon. Ach, hi. Low, Level 40. Ich bin dann mal weg, ne? War mir eine Freude, gegen dich nicht verloren zu haben. Haha, ha, ist ein Buch. Eine Horde hätte ich ja verstanden, aber Level 40? Rein theoretisch könnte ich es versuchen, ihn auszuschalten, ja. Kommt er jetzt? Ich kann nur hoffen, dass der besonderen Loot anbietet. Ach, gucke mal da. Das war. Achso, ja, gut, er geht. Er ist tot. Nö, hat nichts gebracht. Na gut. Ich zeige euch dann mal jetzt meine Bude. So. Ich habe mir extra nochmal die Zeit genommen, die Bude neu aufzubauen. Also so aufzubauen, dass sie dem Masterplan, den wir entworfen haben, entspricht. So, ja, wir haben zu Hause, ich glaube, ein kleines Problem, aber dafür auch zwei positive Dinge. Ne? Das muss ich euch gleich zeigen, weil hier drin. Kann ich halt noch nicht porten. Ich muss erstmal rausgehen. Und ich muss erstmal die Quest zu Ende bringen, nicht, dass sie nur wieder von vorne startet. Und ich muss sagen, ich habe es geschafft, mit dieser Waffe durchzuhalten. Die war ja irgendwie fast kaputt. Ne? Mal so zur Info: GameStar hat ja ein Info gemacht, kein Info gemacht, sondern ein Video gemacht zu Fallout 76, was daran gut ist und was schlecht war. Und ein Punkt bei denen war, dass sie hier runtergehen sollten. Mit einer Waffe, die für diese Quest konzipiert war, aber sie geht halt schnell kaputt. Jetzt bin ich mit der Waffe runtergegangen, habe ein paar Leute erschossen und ich muss sagen, ich bin gut damit zurechtgekommen. Ich weiß nicht, wie viel die da rumgeballert haben, aber ich kann es nachvollziehen, dass für Spieler, die jetzt nicht wirklich gut zielen können, die jetzt wirklich eine Salve nach der anderen in einen Gegner reinjagen müssen, um ihn zu töten, dass die natürlich mit einer kaputten Waffe hier aus dieser Quest rausgehen. Aber ich bin ja kein schlechter Spieler. Deswegen betrifft es mich nicht. Ja, der findet das Ganze auch zum Kotzen. Naja. Aber so ist das halt, ne? Also, ich als Spieler kann natürlich nicht nachvollziehen, wie ein anderer Spieler dieses Spiel findet, weil ich ja nicht er bin. Und ich anders spiele. Besser. Darauf ein Energy. Ja. Gestern habe ich mich noch um dieses Problem gekümmert. Ich hatte ja diese Frame-Einbrüche. Es ist die Festplatte. Es ist die Festplatte gewesen. Worauf ich meine Let's Plays raufgeladen habe, beziehungsweise worauf sie rauf gerendert wurden, worauf sie drauf geschrieben wurden. Die hat anscheinend nicht ganz gut funktioniert. Prüfungen abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Gebe Einweisungs-Holoband aus. Begeben Sie sich für die Registrierung bitte zur Feuerwache Charleston. Rede schneller. Danke. Willkommen bei den Feuerteufeln hinzugefügt. Ja, gucken wir uns gleich an. Achso, das sah interessant aus. Die Karte ist ja hier. So, hier ist unser neues Zuhause, mein Camp. Meine Camp. Auch nicht schlecht. Ja,
Ich weiß nicht, ob das Update, das gestern kam, jetzt diese Planierung beinhaltet. Es wäre alles ein bisschen leichter gegangen, wenn sie es getan hätte. Das ist nicht mehr zu Hause. Okay, ich habe einen Fake-Stein zu Hause. Nee. Bin im Stein gespawnt. Okay. Bin im Stein gespawnt. Ja, hier ist unser Zuhause. Ihr seht schon, ein bisschen größer gebaut. Ich habe es geschafft, diese Treppe irgendwie aufzubauen. Keine Ahnung wie. Hier sind unsere ganzen Güter verteilt. Hier wächst doch schon was. Cool. So, Mais. Müssen wir natürlich alles einsammeln. Damit wir ordentlich was kochen können. So. Jetzt gehen wir hier auf unser Grundstück rauf. Und wir haben hier Hotspots. Wir brauchen kein Licht, weil wir Hotspots haben. Guckt euch das an, wie hell mein Wohnzimmer ist, weil hier genau drunter ist ein Hotspot. Der natürlich mich nicht betrifft. Hallo? Willst du mich jetzt verarschen? Geschütztürme, helft mir doch! Das Viech tötet mich! Wie bist du durch den Boden gekommen? Das geht gar nicht. Okay. Wir sind hier nicht wirklich sicher. egal. Naja, jedenfalls, hier habe ich bisher nur ein Bett stehen. Meine Kiste, in die wir jetzt ein paar Sachen reintun. Erstmal das gesamte Schrott lagern. Und ich glaube, wir müssen so langsam mal zu unserer Munition und Munition lagern. Ja, da geht das Gewicht schön weit runter. Alter. Erstmal alles hier rein. Da kommt das ganze Gewicht her. Kann man ja nicht riechen. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier haben wir Station Nummer 2. Hier stehen unsere recht billigen, muss ich sagen, recht billigen Verteidigungsanlagen. Wir brauchen echt bessere. Und dafür müssen wir halt den nächsten Level auch irgendwo halt ein bisschen was tun für unsere Basis. Was ist denn? Hey, Lagerfeuer. Cool. Naja. Gibt's hier noch irgendwas Neues? Nö. Wo sind die denn, die Verteidigungsanlagen? Hier ist blöd. Ich dran vorbei. Geschütz und Fallen. Wir brauchen halt Verteidiger Level 2, 3, 3 und Wissenschaftler. So viele Level für die Katz dann. Aber egal, das wird sich lohnen. Für unseren Masterplan müssen wir das machen. Ja, hier haben wir unsere Laborstelle, nicht unsere Labor, sondern Waffenwerkbank, Rüstungswerkbank. Wir können jetzt allerdings auch eine Laborstation bauen, habe ich festgestellt. Allerdings fehlen uns noch die Ressourcen. Aluminium. Hier ist eine Bastelwerkstatt. Ah, cool. Wir haben ein Labor, Freunde. Yeah! Endlich! Oh. So, haben wir hier noch irgendwas, was weggetan werden muss? Den Kultistendolch habe ich gerade gefunden. Den finde ich eigentlich ganz geil. Deswegen behalte ich den einfach mal. Vielleicht kann man. Das ist eigentlich nur ein Knochen und ein Stück Stein. Ich finde das geil. Keine Ahnung. Bin ich zurückgeblieben oder so? Ich weiß es nicht. So, Jagdgewehr mit 60. Du kannst weg. Ehrlich, brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Wir müssen hier ein bisschen an Gewicht sparen. Na gut, jetzt haben wir unser. Ja gut, wir haben. Das Jagdgewehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Obwohl, wir gucken gleich mal, wie es mit Aufrüsten aussieht. Wir müssen langsam an unserer Ausrüstung arbeiten. Geht nicht anders. So, Munition müssen wir gleich natürlich mitnehmen für unsere Sachen, aber egal. Herstellen. Was können wir denn hier so Schönes herstellen im Labor? Abgekochtes Wasser. Ja. Nö. Energiemunition. Fusionskern. Okay. Heilung. Cool.
können Sims herstellen. Zwar nur die billigen, ne, aber immerhin. Besser als nichts. Das ist noch nicht schlecht. Machen wir auch gleich. Und wir können hier schmelzen. Und ein bisschen Dünger herstellen. Wofür auch immer das da ist. Ich gehe mal ganz kurz runter. Aber bevor wir ganz runter gehen, gehen wir noch eine Etage hoch zu unserem Masterplanraum. Wir haben hier eine Fluchtkabine. Damit, falls jemand hier hochkommt und diese Tür benutzt, wir einfach flüchten können. Wir haben hier unsere Sniper-Position. Hier eine. Da eine. Und hier eine. Ich brauche noch einen größeren Stuhl. Ich brauche noch einen etwas größeren Stuhl, damit ich ein bisschen mehr sehen kann. Ich muss ja auch irgendwo, ja, versuchen, es so hinzukriegen, dass die mich nicht snipern können. Weil wenn, das hier ist eine sehr gefährliche Ecke, weil die können hier perfekt auf meinen Kopf snipern. Währenddessen ich mich hier noch bewegen kann, kann ich mich hier nicht mehr bewegen. Aber das ist quasi der Anfangsspot, wo wir Ausschau halten können. Und wenn wir dann einen Headshot kassieren, dann haben wir Pech gehabt. Naja, so viel zu dem Masterplan. Ich hoffe, wir können ihn noch durchsetzen, bevor mein Haus mal wieder entfernt wird. Aber gut. So, nach Wasser gucken, genau. Hier habe ich meine Generatoren. Warum ich die sie da in die Ecke gepackt habe, ist ganz einfach. Hier ist eine Todeszone. Ja, die ist kacke. Aufbereitetes Wasser, ja. So, dann stellen wir uns ein paar Stims her. So, wir werden jetzt erstmal... Ich habe keinen Timer gestartet, haha. So. Erstmal ein paar Stims herstellen. Und dann gucken wir uns mal die Waffen an. Ah, es gibt Strahlungsresistenz für 10 Minuten. Ist nicht schlecht, ne? Heilsalbe. TP 23. Abgekochtes Wasser, Blutblatt und Rußblume. Okay. Warte mal. Ich... +12. Sind jetzt verdünnte Stims besser als normale Stims? Ich meine, rein von der Heilmenge, nicht von der Effektivität. Weil Stims sind natürlich effektiver, weil sie schneller sind, ne? Aber es geht jetzt hier nur um die Heilmenge. Um je mehr Leben, desto besser. Das heißt, wo sind jetzt unsere Heilmittel da? Stellt Gesundheit wieder her. Einem anfänglichen Schub folgt eine langsame Heilung. 92%, 46. Oh Gott. 46 und 23. Ja, also wir haben, also wir würden quasi Stims sparen, wenn wir sie verdünnen würden. Aber von der Heilmenge her sind normale Stims besser. Also einzeln gesehen, ne? Natürlich sind zwei verdünnte Stims besser als ein normaler Stim. Aber das gefällt mir so nicht. Waffenwerkbank. So, wir stellen jetzt mal eine Waffe her. Und zwar ein Jagdgewehr auf Stufe 1. Das ist jetzt Stufe 20. Oh gut. Kampfgewehr. Aber erst auf Stufe 20, ja? Jagdgewehr Stufe 10. 15er wäre geil gewesen. Natürlich habe ich die auch. Okay, keine Ahnung, was der von mir will. Impro-Waffen. Wir haben ja noch den Impro-Repetierer-Pistole mit 55 Schaden. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Injektor. Planke können wir herstellen, Beil, Kampf, Ete. Ja, gut. Nein, ich will modifizieren und reparieren. Wir gucken uns jetzt mal unser Jagdgewehr an, das wir haben. Du bist in der Kiste, ne? Ich hoffe für dich, du bist in der Kiste. Des Kammerjägers.
Naja, okay. Wir haben hier unser Jagdgewehr mit 60 und wir haben ein Impro mit 66. Wir gucken mal unser Jagdgewehr an, ob wir da irgendwas machen können. Gehärteter Verschluss. Das wäre genau das, was ich bräuchte. Oh. Aluminium. Das heißt, wir können es rein theoretisch machen. Wir brauchen nur Aluminium. Wir brauchen überall Aluminium. Verlängerter Lauf. Brauchen wir kein Aluminium, können wir direkt drauf machen, wegen der Reichweite. Justierter verlängerter Lauf. Da behalten wir eine Präzision und das Gewicht wird auch erhöht. Reichweite. Stabilisierter. Hier ist der Nachteil natürlich, dass wir mehr Gewicht haben. Aber ganz ehrlich, ich gehe lieber hier drauf, habe weniger Gewicht und minus ein Präzision. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Nein, wir werden es jetzt noch nicht machen. Ich werde erstmal Aluminium besorgen. Wir gucken uns erstmal hier um. Ein wuchtiger Kolben müsste, ja, die Präzision wird auch hier gesteigert. Weil der solide Kolben noch besser ist. Okay. Ja, Magazine brauchen wir überhaupt gar nicht. Zielfernrohr möchte ich nicht haben. Das ist mir doch ein bisschen zu blöde. Punkt oder Kreis? Ich tendiere zu Kreis. Ich glaube, wir werden Kreis nehmen. So. Und hier brauchen wir Waffenschmied, Rang 2. Okay. Mit ein bisschen Aluminium müssen wir wiederkommen und dann ist alles gut. Ja, ist der Plan. Na gut. Ziehen wir uns wieder um. Die Gasmaske ist, glaube ich, eigentlich eine gute Idee. Zumindest hier in diesem Bereich. Wir werden alles weglegen, nicht verwerten. Wir werden alles weglegen, außer die Gasmaske. Die werden wir höchstwahrscheinlich noch brauchen. Hier und da mal. So. Wieso habe ich das Ding die ganze Zeit dabei? Wieso habe ich eine Kryogranate dabei? So viele Sachen wurden mir gerade mal in meinem Inventar aber nicht angezeigt. So, das Jagdgewehr legen wir erstmal weg. Das können wir ja jederzeit rausholen, ne? Schwarzpulvergewehr müssen wir früher oder später dran arbeiten. Auch auf jeden Fall irgendwie ein Visier oder so. Gewicht mit 6 ist natürlich Kacke, aber ey. Was willst du machen? Gut, wir brauchen 10 mm 308 44. Munition. 308er Munition. Oh. 50 dürften hier reichen. 44er. Habe ich gar keine 44er mehr? Okay, anscheinend nicht. Was brauchten wir noch? Das heißt, du kannst eigentlich. Ja, wir brauchen dich noch nicht. Ah, vielleicht. Ja. Du warst eigentlich geil. Ich frage mich, ob ich den aufwerten kann auf Stufe 10. Ich glaube, den mitzunehmen ist gar keine schlechte Idee für wirklich üble Gegner. Ach, das war die 44er Pistole, ne? Ah, doch, mit 44er. Ja, ich habe keine 44er Munition mehr. 308 haben wir mitgenommen. Okay. Das heißt, wir brauchen 10 mm. Kaliber 80. Davon habe ich eine einzige Munition? Echt? Echt? Er wollte mich verarschen, oder?
Okay. Schwarzpulverpistole ist natürlich geil, wenn sie denn irgendwie Schaden, also wenn sie nicht nur Schaden machen würde, sondern wenn ich auch viel Munition dafür hätte. Deswegen brauchen wir höchstwahrscheinlich eine Bastelwerkstatt. Tja, es ist natürlich ein bisschen kacke. Und wir können hier nichts hinzufügen. Alter, Kultisten durch. Keine Updates verfügbar, schade. Na gut, diese eine Munition, ja komm. Nehmen wir mit. Was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, wir haben jetzt hier sechs Generatoren, weil irgendwie meine Sachen dupliziert worden sind. Ich weiß nicht, warum nicht alles. Die Generatoren wurden dupliziert. Und ich hatte, glaube ich, von irgendwas anderem hatte ich auch noch zwei. Also nur zwei Sachen wurden dupliziert bei mir. Keine Ahnung warum. Aber ich nehm's hin. Weißt du was? Ohne Munition brauchen wir die scheiß Schwarzpulverpistole auch nicht mitnehmen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Es ist Verschwendung. Ich dachte eigentlich, wir hätten viel mehr Munition dafür gehabt. Wir hatten doch viel mehr. Wir hatten doch mindestens 50 Munition dafür, oder? Hätte ich schwören können. Vielleicht verwechsel ich das auch damit. Ich weiß es nicht. So Scheiße. Na gut. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Ach, ich wollte was zu essen machen, ne? Bevor wir weitergehen, herstellen. So, alle Nahrungsmittel. So ein Süppchen wäre ganz gut, ne? Kann nix machen. Ah, Schadensresistenz. AP 400. Vorbereiten? Oder vorbereitet? Okay. Ich kann hier nichts machen. Ich muss mein Zeug so reinziehen. Was haben wir denn? Durstig bin ich jetzt noch nicht so unbedingt. Die Früchte könnten uns auch gut Wasser bringen. Erkrankungschance 5%. Hey, Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Sahne. Aber überhaupt reingezogen. Und verdorbenes Gemüse, ja, das können wir behalten. Hatte ich nicht gerade viel mehr oder ist das alles vergammelt am Mais? Oh, ich glaube, wir hatten da noch was. Bärenmentetz. Achso. Ja gut, immerhin hat es ein bisschen geholfen. Geil ist aber was anderes. So, nehmen wir den hier erstmal. Wir müssen jetzt erstmal Aluminium finden. Was zur Hölle ist das hier eigentlich? Oh, abgeworfene Vorräte? Die sammle ich ein. Vielleicht ist da Aluminium drin. Ja, schön. Und wir haben hier, glaube ich, oben eine Ader. Oder unten. Unter uns oder über uns ist eine kleine Erzader. Ah, es muss unter uns sein. Aber gehen wir mal zur Kiste. Beanspruche die Werkstatt von Mount Blair. Ey, das ist gar nicht mal so weit weg von meinem Zuhause. Wenn das alles nur nicht Geld kosten würde. Übrigens habe ich auch meine Kronkorken zurückbekommen. Als meine Basis so teuer war. Riesige Maschinerie. War wahrscheinlich nur ein Bug. Kaliber 50, ja, immerhin zwei jetzt davon, ne? Eine Schwarzpulverpistole, das ist ja sehr nett von euch. Muss das sein? Person.
Wir brauchen was so ähnliches wie Person. Ich sehe nichts. Ich höre aber Schritte. hier ist nichts. Oh Gott! Ja, jetzt friss mich auf. Freu dich ein Keks. Bewachen Sie die Truhe oder so? Jetzt kann ich ja wieder hochlaufen. Zum Glück ist mein Camp gleich hier vorne, weißt du? Was ein Scheiß, ey. Ich hab gedacht, das wäre ein anderer Spieler oder so. Ich hab nicht damit gerechnet, dass da irgendwelche Gegner rumlaufen. Auch wenn da steht, beanspruche die Werkstatt Mount Blair, töte Gegner. Was soll's. Items kriegen wir jetzt wieder. Hey! Oh Gott. Oh, meine Sachen liegen da noch. So. Kann ich ihn hier einsperren? Schade. Arzttasche. Oh, ich will die Arzttasche mitnehmen, die ist cool. Oh, Infusionsbeutel nehmen wir auch mit. Hilfe! Nein! Oh Gott. Die Leiche hat mich festgehalten. Oh, Zombies. Keine Ahnung, was da abgeht. Und wieso war das jetzt hier versperrt? Oh, Klebeband immerhin. Ach ja. Den hätte er auch ruhig noch töten können. Lötlampe nehmen wir mal mit, Spitzhacke kann man gebrauchen. Aluminiumkanister. Aluminiumkanister. Ach, deswegen was abgesperrt, okay. Nein! Ich glaube, die kämpfen hier. Wir gucken mal zu. Wenn ich wüsste, wer der Böse ist, würde ich den Bösen angreifen. Gibt es hier einen Gesuchten? Nö. Wieso kann man man kann die auf der Karte nicht sehen. Oder ist, ja, doch, kann man. Sie haben sich zwischen mich gestellt. Nein! Lass mich wieder aus dem Spiel. Ich habe euch nichts getan. Hilfe! Sind die so ein bisschen seltsam drauf? Ich glaube schon. Alter. Gehen wir hier mal weg hoch. Okay, ich glaube, jetzt habe ich hier meine eigene Leibgarde.
Die Erfahrung nehme ich mit. Was ist das denn? Ey, ich will wissen, was das ist. Wieso ist es weg? Ich dachte, man teilt sich den Loot. Ich dachte, es ist, man teilt sich den Loot. Das ist ein Scheiß. Ich werde mich mal kurz von den Gesellen hier abnabeln. Sollen die doch machen, was die wollen. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann haben wir, glaube ich, genug Aluminium, um die Waffe zu verbessern, oder? Wir werden es morgen erfahren. Oder übermorgen. Oder der Tag danach. Oder danach. Haut rein, euer Zero. Tschüss.